Und jetzt hast du selbst ein Buch geschrieben, Die Rache des Mainstreams an sich selbst. Und das habe ich mit Interesse gelesen, das ist im Westender Verlag erschienen. Ich sage ein bisschen was zur Person. Also du hast Politik studiert und Journalismus und dann promoviert, über welches Thema denn? Politische Philosophie der Dekonstruktion, das ist mein etwas, also politische Theorie von postmodernen Philosophen. Das hilft, sage ich jetzt gar nicht ironisch, das hilft sicher auch für die praktische Arbeit, die man machen muss, wenn man so etwas macht wie du jetzt für die Anstalt. Aber ich will aber vorher noch was sagen, weil mich das mit am meisten beeindruckt hat von deiner bisherigen Arbeit. Das war eine Dokumentation über Rente und Vorsorge fürs Alter. Da ist Rentenangst und es ist wahrscheinlich die Dokumentation, die wir in den Nachdenkzeiten bisher am häufigsten immer wieder verlinkt haben, weil es immer wieder aktuell wird und man könnte fast sagen, es ist deshalb so aktuell, weil wir nichts lernen. Also deshalb diese fantastische Darstellung dessen, wie wir da manipuliert werden damals, die war sehr eindrucksvoll. Das stammt von 2007 oder sowas und ist damals zum Saarländischen Rundfunk für die ARD gemacht worden. Das ist ja auch beachtlich, dass ein so kleiner Sender dann sowas macht. Das liegt dann an den alten Leuten, das will ich aber nicht hier ausdehnen. Wir haben sehr viel immer mit der Anstalt zu tun gehabt. Wir weisen gerne darauf hin bei den Nachrichtenzeiten und ich finde es bewundernswert, das ist aus meiner Sicht die Sendung, die am wertvollsten ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und darüber geht jetzt dieses Buch hier. Und ich frage jetzt erstmal ganz banal, das wäre ein Komplex, worüber wir reden sollten, was steht da drin? Was ist die Hauptbotschaft und welche bedeutenden Beiträge sind da? Also erstmal ist ein Interview drin mit den beiden Protagonisten. Das nimmt einen großen Raum ein über unsere Arbeit. Dann habe ich mal versucht mit Max Uthoff und Klaus von Wagner, der Name fällt immer viel zu oft, das sind immer die Leute sagen immer die zwei von der Anstalt halt. Dann habe ich versucht, einfach mal so eine Art Reflexion anzustellen über das Verhältnis von Satire und Journalismus. Das ist ein Beitrag, den ich schon mal für die Landeszentrale für politische Bildung dort schon mal publiziert hatte und noch mal ein bisschen umgearbeitet habe für das Buch. Also warum haben Satiresendungen heute so eine Bedeutung bekommen? Das ist ja nicht nur die Anstalt, sondern auch vor allem die Heute-Show, die einen unglaublichen Quotenerfolg hat. Und einfach so ein bisschen quasi an die Stelle fast zu treten scheint in der Bedeutung, was früher mehr von politischen Magazinen ausgefüllt wurde, wird zusehends auch von Satiresendungen übernommen. Und warum das so ist und was das für Folgen hat und wie es um das Verhältnis von Satirikern und Journalisten bestellt ist. Das ist mein Beitrag. Und dann gibt es aber auch sehr viele Beiträge von Leuten, die zum einen zu Gast in der Anstalt waren, sei es als Künstler wie H.G. Butzko und Arnulf Rating, die einfach beschreiben, wie es ist, da reingezogen zu werden und eingeladen zu werden und mit Teil des Teams zu sein. Dann aber auch Beiträge von Leuten wie Norbert Blüm oder Agiris von Turis, die nur in Anführungsstrichen Special Guests waren, die quasi mit ihrer Person ein ganzes Thema reinbringen. Und auch diese Beiträge sind ein bisschen, beschreiben nicht nur den Auftritt in der Anstalt von Norbert Blüm oder von Agiris von Turis, sondern auch bringen nochmal das ganze Thema auf, das wir auch in diesen Sendungen verhandelt haben. Blüm schreibt über, einfach nochmal über seine Verteidigung der gesetzlichen Rente, Agiris von Turis über den Zusammenhang der deutschen Kriegsschuld gegenüber Griechenland und der Austeritätspolitik. Und so kommen einige Leute aus dieser Ecke, die quasi ihr Themenfeld in der Anstalt vorgestellt haben. Und dann gibt es Beiträge von Journalisten, Kritikern, die einfach so ein bisschen allgemeiner versuchen, feuilletonistisch versuchen, sich diesem Phänomen Anstalt zu nähern. Am Schluss gibt es ein Kapitel über die bisherigen Themen. Das ist von hinten nach vorn geschrieben, also fängt 2019 oder 2018 an. Und geht vor bis 2014. Das fand ich interessant, weil man sich da, weil man sich da orientieren kann. Welche der bisherigen Sendungen sind dir denn noch in besonders günstiger, guter Erinnerung geblieben? Weil du hast sie alle mitgemacht. Darauf kommen wir gleich nochmal, wie die Zusammenarbeit ist. Aber
da wir jetzt schon dieses Thema angesprochen haben, dass es so viele Themen gab, welche hältst du denn für herausragend? Natürlich alle, das weiß ich. Ja, nee, es kommt immer wieder, gibt es dann die Resonanz, ja, das war jetzt aber die beste Sendung, das war jetzt aber wieder die beste Sendung, die war nicht so gut. Wir finden die eigentlich alle, wir sehen da gar nicht so einen großen Unterschied. Für uns sind die alle von der Qualität ähnlich. Also, ja. Aber es gibt Sendungen, die einfach noch eine sehr viel größere Resonanz gefunden haben. Einfach, sei es vor allem die Sendung, die Griechenland-Sendung, die einfach in Griechenland dann auch besonders viel Resonanz gefunden hat. Und natürlich die Sendung über die transatlantischen Lobbys, weil die einfach bis vor den Bundesgerichtshof ging. Die Flüchtlingssendung mit dem syrischen Flüchtlingschor, das war noch bevor quasi offiziell eine Art Willkommenskultur kurzfristig ausgerufen wurde, hatten wir da syrische geflüchtete Menschen auf der Bühne. Das hatte auch eine Riesenresonanz. Und so gibt es so ein paar Sendungen, die einfach so ein bisschen herausragend in der Erinnerung, die immer aufgezählt werden. Aber ich fand auch eine wunderbare Sendung, die Sendung, wie wir die Demokratiemaschine gezeigt haben, im Grunde eine Übersetzung des Output-Input, der Output-Input-Theorie hinsichtlich der Demokratie. Also wie wird Demokratie legitimiert, was ist ihr Output? Und wie ich fand, eine sehr schöne Darstellung des Drei-Säulen-Modells, die wir da einfach in einer Slapstick-Nummer dieses gescheiterte deutsche Drei-Säulen-Vorsorgemodell auf die Bühne gebracht haben. Oder die Sendung über die Leiharbeit, weil die einfach, und das finde ich so bemerkenswert, das war für mich so mit einer der besondersten Sendungen, weil die weiterging, weil wir im Grunde damals in der Sendung aufgerufen haben, Leiharbeiter, wenn ihr unzufrieden seid mit eurer Situation, könnt ihr an diesen und diesen Rechtsprofessor schreiben. Der hat nämlich eine Idee, wie man die Situation der deutschen Leiharbeiter verbessern könnte. Und tatsächlich war es dann so, dass nach diesem Aufruf 500 Menschen, das wird auch im Buch beschrieben, sich gemeldet haben, sodass der Professor Däubler zum ersten Mal im Grunde Fälle hatte, mit denen er im Grunde arbeiten konnte, die er weitervermitteln konnte. Und jetzt laufen tatsächlich 4, 5 Verfahren vor deutschen Gerichten, die die deutsche Leiharbeitsgesetzgebung als nicht europarechtskonform angreifen. Und das Ziel ist, mit diesen Leuten vor den EuGH zu kommen. Also das ist dann mal sowas, weil das ist natürlich oft ein Vorwurf, der dem Kabarett gemacht wird, da klatschen alle und das ist ein Ventil und danach geht es so weiter. Hier war das mal, hat Folgen gehabt und es wird sehr schön beschrieben in dem Buch, wie schwierig das ist, auch so einen Weg zu gehen, aber dass doch ein paar durchkommen und das finde ich ein besonders schönes Kapitel in dem Buch. Ist die Bundeszentrale für politische Bildung schon mal an euch herangetreten, um eine Dokumentation zu veröffentlichen, all der Dinge, denn ihr leistet ja Bildungsarbeit. Mhm. Ja, ihr habt mit Norbert Blüm Bildungsarbeit über die Altersvorsorgeproblematik geleistet, mit diesem Demokratiestück über den Zustand unserer Demokratie, mit der Dokumentation der, ich sag jetzt mal frech, Einflussagenten der USA und der NATO in den deutschen Medien, einen wichtigen Beitrag zur Situation der deutschen Medien und auch zur Korruption letztlich, zur politischen Korruption. Eigentlich wäre das immer toll, die würden so ein ganzes Heft veröffentlichen und kostenlos unter die Leute bringen, in dem eure Sachen dokumentiert sind. Ja, es gibt kein Heft der Landeszentrale, aber auch dazu gibt es einen Beitrag hier im Buch. Ein Studiendirektor aus Baden-Württemberg hat die Anstalt sehr verstärkt in der Lehrerausbildung eingesetzt, genau aus diesen bildungspolitischen Gründen, weil er sagt, und das beschreibt er auch, warum diese Sendung sehr geeignet ist für politische Bildung mit ihrer Monothematik, mit ihrem Faktencheck, der dazu geliefert wird, sodass man dann selber nochmal überprüfen kann und weiter erforschen kann. Und er findet es halt ein sehr geeignetes Mittel zur politischen Bildung. Und es wird auch im Unterricht, das hören wir immer wieder schon, eingesetzt. Also auch ohne, dass das quasi ganz offiziell ist, gibt es Leute im Regierungspräsidium, die mit uns, mit unserer Sendung einfach Politiklehrer und Wirtschaftslehrer auch unterrichten. Gleich mal nachhaken, wie reagieren dann die anderen Kollegen, die eigentlich in den Sendern mit dafür verantwortlich wäre, das in den einschlägigen Sendungen zu machen? Wir sind ja so ein bisschen eine einzelne Zelle da in München, das heißt, wir kriegen das nicht so mit, aber ich meine, wir sind ja sicher, uns interessiert natürlich, wie wir eingesetzt werden. Es werden sicher auch andere Dokumentationen oder Magazinstücke eingesetzt. Man muss natürlich sagen, dass so eine Satiresendung in einem Unterricht natürlich ähnlich wie die politische Karikatur einen gewissen Anfangsvorteil hat, weil es eben nicht nur um den Inhalt geht, sondern man liefert quasi so ein bisschen
satirischen oder humoristischen Zucker noch mit, um die Bildungspille zu verabreichen. Das macht es natürlich einfacher und für die Schüler oft interessanter, als wenn man jetzt, sagen wir mal, nur inhaltlich arbeitet. Jetzt springe ich mal zurück. Ja. Ich würde auch mal gerne noch mal wissen, auch für alle, die das sehen und hören, wie wird so eine Sendung gemacht? Also ich sage noch mal, es gibt die beiden Hauptmatadore und den dritten Hauptmatador. Das bist du. Du bist nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund. Wie muss man sich das vorstellen? Also eine Sendung war jetzt am Dienstagabend und dann ist erstmal Pause, ihr erholt euch und dann denke ich, dass es nach einer Woche schon wieder losgeht. Ja. Aber das solltest du mal schildern. Ja. Wie ist die Themenfindung? Wer entscheidet dann, welches Thema genommen wird? Und wie ist dann die Zuarbeit? Einfach mal. Also die letzten Jahre haben wir das ganz ohne Zuarbeit haben wir erstmal angefangen. Wir sind quasi, haben uns von Sendung zu Sendung quasi unsere Themen gesucht. Das heißt ganz praktisch, am Dienstag ist Sendung, man traf sich wieder am Montag drauf und hat diskutiert und gesagt, auf welches Thema einigen wir uns. Man hatte natürlich immer so ein Zettel mit Sachen, über die man sich gerne mal unterhalten würde. Und dann einigt man sich auf ein Thema, verteilt Leseaufträge, dann liest jeder etwas, kommt zurück und dann kreist man das Thema so ein bisschen ein und sagt, okay, was ist an dem Thema spannend, was ist nicht so spannend, was ist schon oft erzählt, was ist nicht erzählt. Dann durch Lektüre quasi dünnt man das aus, dieses am Anfang sehr unübersichtliche Thema, und versucht es schon so auf 3, 4 Punkte, aus denen man vielleicht Szenen machen könnte, runterzubrechen. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man sagt, okay, jetzt überlegen wir uns zu diesen 3, 4, 5 Aspekten eines Themas eine Szenerie. Mhm. Also ein quasi satirisches Gefäß, eine Ensemble-Szene, ein Solo, eine Duo-Szene, eine Tafelnummer, wie auch immer. Wie könnte man das, diesen Aspekt einfach auf die Bühne bringen? Das ist der nächste Schritt. Und dann machen wir alles zu dritt, dann treffen wir uns wieder und dann hat jeder schon mal was zu Papier gebracht. Im Grunde haben wir aufgeteilt, so eine 45 Minuten haben vielleicht 10 bis 12 Szenen mit den Solos der Gäste noch. Die verarztet man auch noch und sagt so, das wird das Thema der Sendung. Wollt ihr entweder was zu der Sendung machen speziell oder wollt ihr was anderes, Aktuelles machen? Das liegt fest, wer als Gast dazu kommt. Wer als Gast dazu kommt, liegt fest, aber nicht, was die machen. Das heißt, da versucht man natürlich dann auch Nummern zu finden, die ein bisschen in das Setting bleiben. Manche Gäste schreiben extra was Neues für die Sendung. Andere sagen, ich will die und die Nummer, die ich schon im Programm getestet habe, ausprobieren. Also das versucht man auch, gelingt immer mehr, auch die Gäste quasi mit reinzunehmen, dass die auch das Thema machen. Da muss man natürlich wieder aufpassen, dass sich nichts doppelt und dass da nicht quasi in so einem Rundumschlag von einem Gast auch schon Sachen aufgearbeitet werden, die wir in einer Extraszene vielleicht vertiefen wollen. Ja, und dann hat jeder quasi so einen Szenenentwurf geschrieben und dann sind wir immer erstmal 10 Seiten zu lang. Und dann muss man quasi in einem sehr schmerzhaften Prozess zu dritt dann diese Nummern so weit runterschleifen, bis man in der Nähe ist dann dieser Sendungszeit. Und dann ihr fügt sozusagen eure eigenen Ideen auf Papier zusammen. Mhm. Ja, und dann gucken alle drei immer auf das, was einer geschrieben hat. Und dann geht das nochmal durch die Mangel, manchmal mehr, manchmal weniger. Also muss alles, ist immer zu lang, aber das ist ja eben bei Dichtung so, man muss es verdichten, das ist, gehört einfach zum Prozess. Und dann versucht man sich immer, wir haben so eine Buchlänge von 24 Seiten, das ist da 23 Seiten, da müssen wir hinkommen dann in einer Woche. Also das Kürzen dauert fast so lang wie das Schreiben. Und das dann, ist eine beachtliche Leistung. Ich meine, ihr habt ja oft solche Sachen auch gemacht, wenn du Anzeigen machst oder Fernsehspots oder Artikel schreibst dann und das mit anderen zusammen, dann weißt du, wie schwierig es ist, dass man sich verständigt. Insofern kann ich nur den Hut ziehen, dass das überhaupt gelingt, ohne dass ihr euch schon skalpiert habt. Ja, also das ist wirklich ein großes Geschenk, dass wir drei, das ist ja auch eine sehr intime Situation, man sitzt zu dritt, liegt fast eine halbe oder eine ganze Woche manchmal an einem Ort, an einem Tisch und gibt dauernd auch was von sich preis. Man bringt Ideen auf den Tapet und die anderen bewerten die. Und da darf man einfach auch nicht empfindlich sein, sondern man muss mal einfach damit leben, dass ja, die Idee ja, die nicht. Und einfach schon ein intimer Prozess, aber wir sind alle, und da gibt es sehr unterschiedliche Leute, denke ich, im Kabarett, Leute, die lieber
als Solisten arbeiten, auch beim Schreiben. Und wir haben aber kein Problem damit, im Kollektiv das zu machen. Aha. Das Ganze ist eine relativ kollektive Angelegenheit, was auch der Charme der Sendung ist. Da kommt jetzt nicht einer und macht sein Solo, dann kommt der Nächste und macht sein Solo, sondern das ist so ein bisschen vom Teamgedanken getragen, sowohl beim Schreibprozess als auch später, dass man eben nicht nur Einzelnummern hat, sondern dass man im Ensemble zusammenspielt. Kommt und dann schon irgendwann die Redaktion des ZDF ins Spiel? Das passiert alles. Also wir schicken dann irgendwann, und natürlich findet immer eine Rücksprache statt, weil man sagt dann so, wir machen eine Sendung zum Thema Auto, da brauchen wir die und die Requisiten. Und, ja. Und da gibt es dann das erste Buch, das schicken wir dann an die Redaktion. Also die wissen dann immer ungefähr, auf welchem Stand wir sind. Und, aber es ist nicht so, dass euch die Redaktion behindert, oder? Nein, überhaupt nicht. Es gibt da keinerlei. Das haben die Vorgänger allerdings auch schon quasi sich erarbeitet. Wir haben dann arbeiten da völlig frei in unserer Themensetzung. Das bestimmen wir. Wir arbeiten das alleine aus und dann kommt der Redakteur zu der Generalprobe am Montag und sagt hier und da, das würde ich anders machen, das würde ich anders machen. Dann diskutiert man darüber und überarbeitet nochmal ein bisschen. Aber dieser ganze Prozess bis dahin ist sehr, sehr frei. Das ist schon beachtlich. Ja. Fairerweise auch sagen, dass das eine beachtliche Leistung von Seiten des ZDF ist. Ja, das hat so einen Vertrauensvorschuss, denke ich, dadurch, dass die Sendung auch sich gut etabliert hat, dass wir uns bis jetzt auch jetzt keinen Fehler geleistet haben, also bei dem ganzen, bei diesen Themen, die ja mit sehr vielen Fakten einhergehen, mit denen jonglieren wir, aber trotzdem muss das, was dahinter steht, ja stimmen. Ja. Und da haben wir uns einfach, denke ich, in den 5 Jahren hat einfach alles gestimmt und deswegen gibt es da auch ein großes Vertrauen und auch spüre ich einen Stolz im ZDF, dass sowas, weil das wird als was angesehen, habe ich auch gerade heute nochmal gehört vom Unterhaltungschef, was so richtig öffentlich-rechtlich repräsentiert, im besten Sinne. Unterhaltsam, wendet sich an ein breites Publikum, ist trotzdem anspruchsvoll und also damit, darauf ist man auch stolz im ZDF, so sage ich jetzt mal. Das ist gleich die entsprechende These, also ja. Sei der Hofner. Und damit der King dort, der König, machen kann, was er will ansonsten. Also das ZDF erhöht seine Glaubwürdigkeit, ohne Frage, auch in kritischen Kreisen. Und kann ansonsten seinen Stiefel an Agitation für Privatisierung der Rente und für Privatisierung der Eisenbahn und für Aufrüstung gegen Russland und so weiter machen. Ich sage das mal so pointiert, ja, dass das begegnet uns ja oft. Ja. Also ihr seid da nicht die Einzigen, die das ZDF, wir, du hast mit deinem Film, das habe ich mal so formuliert, auch die, mit dem Film Rentenangst die Glaubwürdigkeit der ARD erhöht in diesem Bereich. Ein Redakteur des Tagesspiegel erhöht mit seinen kritischen Beiträgen die Glaubwürdigkeit des Tagesspiegels für alles andere, was die sonst an Kampagnen machen. Und so könnte man das auch hier sagen. Ich meine jetzt nicht ganz ernst meine Kritik, aber ich finde, dass man sich darüber mal auseinandersetzen sollte, welche Hofnarrenfunktion man ausübt. Das ist ja, ja, diesen Vorwurf gibt es natürlich immer, also sei es Ventil, sei es Hofnarren. Wenn man in unseren Faktencheck schaut, ist, sagen wir mal so, wir recherchieren das ja nicht primär. Das heißt, wir tragen zusammen, wir setzen ein Gesamtbild zusammen, ja. Aber wir sind ja nicht die primär Investigativjournalisten, sondern wir stützen uns auch ganz viel auf herkömmlichen Journalismus. Das kann man alles nachlesen bei uns, was unsere Quellen sind. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, da so eine harte Entgegensetzung zu machen. Wir haben eine Dieselsendung gemacht, ganz eng mit einem Kollegen von Frontal 21, der dieses ganze Thema aufgearbeitet hat. Und so kommt es immer wieder, arbeiten irgendwo Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten. Damals es gibt einfach unheimlich viel Journalismus. Und deswegen ist es so ein bisschen gefährlich zu sagen, jetzt wir ragen da so raus, ja, wir setzen was zusammen. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr, die auch genauso guten kritischen Journalismus machen in den Magazinen, in Frontal 21, in Monitor. Die haben vielleicht nicht so eine Breitenwirkung wie jetzt wie eine Heute-Show, aber die arbeiten genauso an der Front und genauso gut. Und ich warne immer ein bisschen davor, also dieser Vorwurf, dass der Mainstream sind immer die anderen. Also die Rechten sagen, wir leben in einem vom linken Mainstream, vom linksversifften Mainstream dominierten Kultur. Vorher kam aus der eher linken Ecke, wir sind in einem neoliberalen Mainstream. Das heißt, es gibt so ein bisschen den Effekt, dass man den Mainstream, dass man sich selber immer in die absolute Minderheitenposition. Glaubst du die mehr, was die Rechten verbreiten? Ich meine, das ist etwas, was
was einem schon für vor 30 Jahren begegnet ist, dass es einen Rotfunk gäbe und dergleichen. Aber das ist doch lange Geschichte, ist doch lange vorbei. Und es gibt immer noch Leute, und ihr glaubt das? Ja, ich glaube das, aber es begegnet einem. Ja, ich weiß nicht, das ist eine Agitation, aber mal, also es gibt das Gefühl, was von rechter Seite bestärkt wird, dass wir hier in einer Republik leben, wo die Öffentlich-Rechtlichen eine Willkommenskultur vor sich her propagiert haben, propagandistisch, und die muss jetzt langsam zurückgedreht werden. Ja gut, ich sage nur, das ist das einzige Thema, wo das der Fall sein könnte, wo man das so sehen kann, aber ansonsten... Und es gibt einfach, sagen wir, es kommt auch in meinem Aufsatz vor, es gibt einen ganz lustigen Effekt, den sogenannten Hostile-Media-Effekt, also in der Medienforschung. Das heißt, alle Themen, die einem selber wichtig sind, neigt man dazu, die Wahrnehmung zu haben, dass man da sehr schlecht wegkommt in der Berichterstattung, dass man da in der Minderheit ist, dass man zu kurz kommt. Ich war nur davor, das so zu übertreiben, weil unsere Erfahrung ist, wir finden so viel gute Informationen innerhalb dieser Woche, weil wir können ja nicht rumreisen, wir machen keine Exklusivinterviews. Wir finden im Netz alles an Quellen, an kritischem Journalismus, was wir brauchen, um daraus eine Sendung zu machen, wo dann alle sagen, wow, das ist aber erstaunlich. Ja, aber es gibt es alles. Es fehlt nur, sagen wir mal, vielleicht die Durchschlagskraft. Und das ist das, was wir dem vielleicht verleihen. So würde ich da unsere Rolle eher sehen und nicht so in so einer starren Entgegensetzung. Also du siehst die Medien insgesamt nicht als total gescheitert an in ihrer Aufgabe? Nein, weil wir stützen uns ja. Wir haben ja auch keinen exklusiven, sagen wir mal, Hilfsmittel, um die Wirklichkeit ganz anders zu recherchieren. Nein, wir stützen uns auf Journalisten. Das war auch ein Gefühl, als ich deinen Beitrag las, den du vorhin erwähnt hast, dass du die Welt sehr positiv siehst, also ich könnte bei ganz vielem nicht mitziehen. Ich betrachte, aber ich würde nicht über mich reden, sondern aber das ist für mich eine wichtige These, die auch mit dem Buch zu tun hat und mit eurer Sendung zu tun hat. Also ich betrachte ja das, was medial läuft, ganz stark unter der Fragestellung, wie wirkt das, was an öffentlicher Meinung gemacht wird oder veröffentlichter Meinung gemacht wird, auf die politischen Entscheidungen und auf die Willensbildung, die davor stattfindet. Vor allem bei den Eliten, aber dann auch beim Volk, aber das ist manchmal ja unerheblich, was beim Volk passiert, sondern was sozusagen in den bestimmten Kreisen passiert. Und meine Beobachtung ist, dass bei den entscheidenden Themen die Gleichrichtung der Medien, bei den entscheidenden Themen, wo es um Entscheidungen geht, die Gleichrichtung so komplett ist, dass man von totaler Manipulation sprechen kann und alles andere, was dagegen steht, ihr zum Beispiel, wir zum Beispiel, dass das toll ist, aber irrelevant für die politischen Entscheidungen. Also ich kann jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Wenn du dir anschaust, was wird über Venezuela in den deutschen Medien erzählt. Vorgestern Abend oder Nacht beim ZDF, nach Lanz, kommt dann heute Plus. Und da war ein reines Propagandastück nach dem Motto, die verhungern da in Venezuela und da ist der Maduro schuld und die anderen wollen nur das Beste und so weiter. Das kann ich aber dann am Tag vorher in meiner Zeitung lesen und am nächsten Tag wieder in der Zeitung lesen und bei der Tagesschau hören und dergleichen mehr. Das ist so dominant, dass dann bei der Frage, wie verhalten wir uns dazu, die deutsche Bundesregierung, dazu kommt, dass sie diesen neuen Präsidenten sofort anerkennt und alles andere beiseite lässt und gar nicht weiter recherchiert und dass die Amis da ans Öl wollen. Also ich nehme mal Sean Ziegler mit einem unglaublich tollen Artikel dagegen, aber das ist eine ganz kleine Perle, die da irgendwo im Sand versinkt. Und ich habe bei dir den Eindruck, dass du das sehr viel freundlicher siehst. Ich sehe eigentlich in Bezug auf die wichtige Frage, wie kommen wir zu vernünftigen politischen Entscheidungen, sehe ich nur Scheitern unserer Medien. Naja, also ich arbeite jetzt seit 20, 25 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich muss sagen, ich habe die meisten Themen, konnte ich auf den Schirm bringen. Wenn ich die für wichtig halte und gute Überzeugungsarbeit geleistet habe, dann sind die gelaufen, dann ist ein Rentenstück gelaufen, dann sind zwei, drei, ist auch nicht nur eins gelaufen, das hat mich auch keiner daran gehindert. Dann habe ich diese Sendung produziert. Natürlich muss man sich dann die richtigen Formate suchen. Es gibt Formate, da kann man dann andocken mit seinen Sachen, aber ich
wenn man wirkliches Interesse hat an gutem Journalismus und an den Themen, habe ich die immer durchgekriegt. Das heißt, es kommt ja auch darauf an, wie viel wollen die Leute überhaupt? Also wie sehr hängen sie sich rein? Es gibt im Journalismus wie überall sicher auch Leute, die sagen, naja, ich sehe mich jetzt nicht als der große Gesellschaftskritiker, ich habe hier einen Job und exponiere mich nicht so stark. Und dann kommt vielleicht so ein bisschen mehr Wischiwaschi-Journalismus raus. Aber es ist nicht strukturell so, dass das nicht möglich ist. Deswegen wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig, weder sowohl uns auf so ein Podest zu heben, wie die anderen in Bausch und Bogen zu verteilen. Dazu sehe ich auch zu wenig. Es überfordert einen ja total. Ich müsste ja den ganzen Tag gucken bei Phoenix, bei ARD, ZDF, Dreisat, was läuft denn überhaupt, um zu sagen, wie sieht es aus mit der Medienlandschaft? Weiß ich gar nicht. Dafür konsumiere ich viel zu punktuell, um jetzt ganz klar zu sagen, hier so und so ist das Meinungsbild. Natürlich, wenn also wir sagen... Würdest du der These nicht folgen, dass mit dem Spiegel ein kritisches Organ weggefallen ist? Ich bestreite nicht, dass dort auch ab und zu mal gute Artikel kommen oder aufklärerische Artikel. Aber insgesamt ist das als kritisches Organ ausgefallen. Also das ist natürlich, das beschreibe ich ja schon, dass es natürlich bei den wichtigen sozialpolitischen Entscheidungen so eine totale Engführung gab in diesen, und ich denke aber, das hat sich schon auch ein bisschen geändert, aber in diesen, sagen wir, in den großen Talkshows wurde ja quasi nur damals diskutiert pro Reform und wer dagegen ist, der ist ein Ewiggestriger und ist nicht satisfaktionsfähig. Also dass man da auf so einen Zeitgeist aufspringt und alle gleich mehr nur in Nuancen abweichend aufspringen, das empfinde ich schon als ein Versagen. Das hat man auch bis heute nicht geschafft, irgendwie sich ganz da wieder rauszuziehen. Gerade beim Thema Rente. Es wird ja nach wie vor zwar konstatiert, dass das alles nicht so richtig funktioniert, aber es wird nicht die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass man diese in meinen Augen gescheiterte Teilprivatisierung der Rente wieder rückgängig macht. Man kommt nicht zu diesem Punkt, sondern man kommt nicht zu diesem Punkt, man diskutiert die Rente, ohne über Produktivität zu sprechen, was völlig absurd ist, weil die Produktivität ist die einzige Quelle von Wohlstand. Mhm. Und gleichzeitig wird so getan, als wäre das eine vernachlässigbare Größe, die ja auch noch immer kleiner wird. Und man redet dann wieder über die Köpfe, aber da ist auch viel in meinen Augen Undurchdachtes dabei. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr ideologisch geframed ist oder eher eine Mangel an kritischer Distanz zu den Diskursen, die quasi angeboten werden. Das finde ich einen wichtigen Punkt, wo wir uns auch unterscheiden, das ist ja nicht schlimm. Du siehst nicht, dass das kampagnenmäßig gemacht wird und ich sehe das und halte das für eine ganz zentrale Angelegenheit. Und du kannst es am Rententhema und das ist ja Demografiethema mit verbunden, ja, da kannst du es sichtbar machen, dass obwohl es uns gemeinsam gelungen ist, habe ich jetzt mal euch mit dem und deinem Film von früher und unserer Arbeit bei Nachdenkzeiten, es gelungen ist, klar zu machen, vor etwa 3 Jahren, dass die Riester-Rente totaler Mist war. Ja? Das hat eine breitere Öffentlichkeit gelernt und auch haben einige Journalisten gelernt. Und die Interessen, die dahinter stecken, hinter der Privatisierung der Altersvorsorgen, die sind aber so mächtig, dass die es inzwischen wieder geschafft haben, dass wieder neu nachgedacht wird. Im Sinne der Verpflichtung zur Riester-Rente, im Sinne einer Erhöhung des öffentlichen Zuschusses dafür. Und es wird weitergemacht mit der staatlich geförderten betrieblichen Altersvorsorge. Das heißt, der ganze zeitweilige Erfolg einer Aufklärung ist wieder weg, weil die Kräfte, die das aus Interessengründen, aus privaten Interessen, finanziellen Interessengründen machen, so stark sind, dass wir wiederum diesen Kampf verloren haben. Und das hat mit den Medien wieder sehr viel zu tun, weil die haben die Möglichkeit, das kann ich nachweisen, und haben wir in vielen Beispielen gezeigt, weil sie halt die Macht haben, beim ZDF oder ARD eine ganze Woche Dokumentation zu bringen über das Älterwerden und dann bei den Leuten zu pflanzen, dass das mit der Produktivität eben nicht aufzuholen und zu beheben ist, was es da an Problemen gibt und dergleichen mehr. Also ich sehe da die Macht des Kampagnenjournalismus eben so groß, dass mir diese lockere Art, wie du mit dem umgehst, schon erstaunlich vorkommt. Ja, ich sehe halt 3 Punkte. Also wenn ich das vielleicht kurz mal zusammenfassen darf, warum hat Satire so eine Bedeutung gekriegt? Ich sehe erstens, dass sich die Medienlandschaft aus technologischen Gründen wandelt und plötzlich überhaupt für jeden sehr, sehr viel schneller ein ganz anderes Meinungsbild zu recherchieren ist, ganz andere Fakten ranzukommen ist als früher, als man einfach
einen winzigen Ausschnitt per Zeitung geliefert bekommen hat. Heute kann man sehr viel mit ganz geringem Aufwand sich mit alternativen Sichtweisen versorgen und über Ereignisse sich informieren, die in der Zeitung gar nicht vorkommen. Das weckt an sich schon eine Medienkritik, weil plötzlich wird einfach problematisiert der ganze Auswahlprozess der Medien, den man vorher gar nicht problematisieren konnte, weil man gar nicht dahinter schauen konnte. Ich habe da das Bild gewählt wie früher, als das Ende des kopernikanischen Weltbildes war und plötzlich der Mensch guckt durch diese Himmelssphäre und sieht plötzlich, ach, da gibt es ja ein unendliches Universum. Ja. Und genauso merkt jetzt quasi auch der Normalsterbliche via Internet, wow, es gibt ja sehr, sehr viel mehr als das, was in der Zeitung steht. So banal das ist, aber das wird jetzt richtig sinnlich erfahrbar. Und dadurch werden die Medien aber auch automatisch viel kritischer wahrgenommen, weil jeder hinterfragt jetzt diesen Auswahlprozess. Gleichzeitig ist dieser Auswahlprozess, das geht gar nicht ohne. Auch die Nachdenkseiten müssen täglich eine Auswahl treffen. Jede Zeitung muss eine Auswahl treffen. Und das ist immer zu kritisieren. Das ist das eine. Der nächste Punkt ist, gibt es einen ideologischen Auswahlprozess? Und klar, es sind alle Kinder ihrer Zeit und es gibt einen Zeitgeist, der auch von Interessen geleitet ist und gefördert wird. Und dann schwimmen ganz viele in die eine Richtung. Privatisierung, Privatisierung, Privatisierung war das. Aber dieser Zeitgeist nimmt gerade total ab. Also das spürt man ja schon. Also es ist nicht so, dass das jetzt immer weitergeht, sondern wir haben auch für die Bahnsendung, und ich meine, diese Umfragen gibt es schon lang, dass die Leute wollen eine Bahn in der öffentlichen Hand, die wollen diese ganze Privatisierung nicht. Und es ist halt die Frage, wer greift das jetzt mal quasi politisch auf? Aber ich sehe das nicht so, dass da jetzt eine Phalanx aus Medien und Privatisierungsfreunden unüberwindbar vor uns steht. Nee, es gibt sehr, sehr viele kritische Berichte über Rekommunalisierung und über diese ganzen Fehler der Privatisierung, dass das eigentlich fast schon Alltagsbewusstsein ist. Also wenn es die Leute überhaupt je geglaubt haben, dass das von Segen ist, dann ist dieser Glauben total weg. Die Frage ist nur, warum ändert sich an der Politik nichts? Ich finde da eher die Schwelle zur Politik hin. Warum reagiert eine Partei wie die SPD, die in Bayern noch auf 6% kommt, also nicht auf solche klaren Signale und nimmt quasi wieder ihre ursprüngliche Funktion ein? Das ist richtig. Also das finde ich jetzt prima, dass wir einen positiven Aspekt dieser Entwicklung herausgestellt haben, dank deiner Härte der Argumentation. Ich sehe das, konzidiere das gerne, dass jetzt sozusagen das Manko darin liegt, dass sich das politisch nicht umsetzt. Ja. Das ist etwas, was man festhalten kann. Ja. Ja, da kann man viel darüber nachdenken, wie das eigentlich kommt, aber da hast du recht. Es ist gerade bei Privatisierung, bei Rente ist die Aufklärung schon wieder viel weiter. Also ist im Grunde hat sich dieser, das beschreibe ich eben, dieser Punkt, sag mal, so einen Mainstream, der hat sich wieder erweitert und der war eine Zeit lang wirklich ganz eng. Bei diesen sozialpolitischen Fragen, bei außenpolitischen Fragen ist er immer noch sehr eng, da folgt er immer sehr stark quasi der außenpolitischen Leitlinie. Aber es gelingt auch immer wieder, den zu erweitern, aber das können auch Journalisten nicht alleine machen. Das heißt, die leben ja auch in einem Umfeld, wenn die politischen Parteien alle so zusammengehen, wenn quasi sich die ganzen politischen Formationen sich so annähern, dann haben es natürlich Journalisten auch schwerer, sich quasi außerhalb dieses definierten Kosmos zu bewegen, weil solange es eine klar linke und eine klar rechte Partei gibt, ist es nicht gefährlich, quasi als Journalist sich auch so zu positionieren. Wenn alles in die Mitte geht, dann steht man da allein. Also schwimmt dann beim Journalismus auch alles in der Mitte rum und dann wechselt man plötzlich von der Taz zur Welt und alle solche Dinge, die früher nicht möglich gewesen wären, die gibt es jetzt. Das kann man feiern als Fortschritt und Entideologisierung führt aber eben auch zu so einer Ununterscheidbarkeit und dazu, dass man zwar den Pluralismus vielleicht theoretisch hochleben lässt, aber in der Praxis gibt es oft viel zu ähnliche Positionen und man denkt nicht über die Verhältnisse hinaus. Oft. Also das war, es gibt also erstens die technische Entwicklung, es gibt sicherlich auch immer einen politischen, inhaltlichen Mainstream, den irgendwelche Leute wollen. Und dann, was ich eben auch ganz spannend fand, was jetzt an dieser Relotius-Geschichte sich nochmal entsponnen hat, dass eben auch die Öffentlich-Rechtlichen sich stark an diesem... Relotius-Geschichte war der Spiegeljournalist, genau, der Sachen erfunden hat. Ja, der Sachen erfunden hat. Und dass auch das, diese ganze Erzählform, für die der im schlechten Sinne steht, und damit hatte ich wiederum, das ist wirklich ein Punkt, der viel zu wenig diskutiert wird, die Erzählformen, wie auch Öffentlich-Rechtliche meinen, über die Wirklichkeit berichten zu müssen,
nämlich mit einzelnen Protagonisten, indem man emotional erzählt, indem man Menschen folgt. Also eine sehr, würde ich jetzt mal provokativ sagen, unanalytische Art, die Wirklichkeit zu berichten. So ein bisschen angelehnt an Fiction, an Spielfilmen, dass man mit Protagonisten mitfiebert. So sollen politische Journalisten in Dokumentationen, so habe ich das ganz oft erlebt, über Rente oder sonst was berichten. Das heißt, das führt auch zu so einer bisschen Selbstverzwergung des Diskurses und zu so ganz ein bisschen naiven Geschichten, weil es praktisch formal nicht mehr erlaubt ist, analytisch Dinge abstrakt erstmal zu analysieren, sondern man soll immer ganz konkret am Menschen entlang alles erzählen. Und dadurch verliert der Journalismus aber oft Analysefähigkeit. Und das ist was an diesem Relotius-Fall, finde ich, mal ein Stoppsignal sein sollte und mal über diese ganzen Erzählformen innerhalb von Dokumentationen und so mal zu kritisch zu reflektieren, müssen wirklich alle Dokus nach diesem Schema gebaut sein, dass man sich im Grunde von der Fiction geholt hat, weil man meint, damit kriegt man Zuschauer. Und ich glaube, und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ein Punkt, warum die Anstalt so einen Erfolg hat, ist, dass wir so was Altmodisches und Verpöntes wie mit einer Tafel den Leuten über einen größeren Zeitraum Zusammenhänge zu erklären. Diese Formate gibt es nicht so richtig im normalen Journalismus, sondern da hat man immer sehr stark eben reportagig, arbeitet man sich immer an Einzelschicksalen entlang, man bildet die Symptome ab. Es gibt ein langes Lamento über Altenpflege, aber die Strukturen, die dahinter stehen, die werden viel zu wenig, finde ich, analysiert. Und das absurderweise machen wir das jetzt in der Satire-Sendung, dass wir versuchen, Strukturen rauszuarbeiten. Warum ist sowas? Warum ist die Landwirtschaft so, wie sie ist? Welche politische Entscheidung steht da dahinter? Warum hat sich die Altenpflege so entwickelt, wie sie ist? Dass nämlich die Pflegeversicherung gleichzeitig der Startschuss war für die Privatisierung von Altenpflege, was ich selber auch nicht wusste. Also ganz vieles, was wir da in der Anstalt aufbringen, ist selber ein Ergebnis von Recherchen bei uns, die wir selber auch nicht wussten vorher. Also wo wir denken, wir Ja, sind die doch eigentlich. Anstalt, das ist, merkt man auch. Man merkt, dass ihr richtig recherchiert habt und Neues entdeckt habt. Ja, Das also ist gerade schon. bei einem Thema, um da kurz zu bleiben, Altenpflege, da kannten wir uns alle nicht aus, dann fängt man an mal in der Geschichte, wie funktioniert eigentlich die Pflegeversicherung, wie war das vorher, nachher und merkt plötzlich, komisch, es wurde immer berichtet darüber, wir haben jetzt eine Pflegeversicherung, aber dass die Pflegeversicherung quasi die Einführung kommerzieller Pflegebetreiber war, wurde bei der Verabschiedung der Pflegeversicherung überhaupt nicht eigentlich diskutiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Thema war. Also ein großer Schub in der Privatisierung der sozialen Dienste. Genau, und jetzt Das gibt ist ja es. unter Nichtbeachtung durch die Öffentlichkeit Ja, gekommen. und das stellen wir eben ganz häufig fest, genauso bei der Landwirtschaft neu, dass im Grunde der Big Bang für diese Großagrarstrukturen diese Abschaffung der Flächenbindung war. Eine Entscheidung, wo ich mich nicht zum ersten Mal gehört habe, als ich jetzt über dieses Thema eine Sendung gemacht habe, dass Betriebe, die früher nur so viel Schweine halten durften, wie sie auch Land hatten, um den Dung auszubringen, das wurde in Zeiten des Neoliberalismus, haben wir gesagt, das behindert den Wettbewerb. Und das führte dann dazu, dass plötzlich innerhalb von 15 Jahren riesen Mastfabriken entstanden sind. Das heißt, viele Entwicklungen, die wir sehen und wo wir denken, die sind naturwüchsig, sind natürlich nicht naturwüchsig, sondern da standen ganz konkrete politische Ja, klar. Entscheidungen dahinter. Und Ja. die wurden zum Zeitpunkt der Entscheidung überhaupt nicht richtig diskutiert. Und da sehe ich so ein Manko und das holen wir dann manchmal hoch, weil wir uns selber wundern und denken, warum ist das eigentlich so? Und meistens stößt man schon auf politische Weichenstellungen, die aber völlig quasi. Will ich dir gleich für eine der nächsten Sendungen eins mitgeben, wenn er das schon gemacht hat. Zum 01.01.2002 wurde die Befreiung der Gewinne von Verkauf von Ja. Kapitalgesellschaften und Teilen der Kapitalgesellschaften steuerfrei Ja. gestellt. Ja? Das Ding lebt immer noch, Ja. ist immer noch da. Kein Mensch redet darüber. Damals hat einer, den wir ansonsten mal heftig kritisiert haben, dieser Porsche-Chef, der damalige, das war der einzige, von dem ich gelesen habe, dass er überhaupt nicht kapiert, wieso diese Gewinne von der Steuer befreit werden. Das hat alle überrascht damals. Also wenn man die Ja, aber historischen das ist Berichte immer noch in liest, Kraft. ja, es ist immer noch in Kraft. Es wird eben nicht zurückgedreht. Und Und das es hat eine große Wirkung für das Verscherbeln ja. von deutschen Unternehmen an die Amis zum Beispiel und so weiter.
Ja, hat eine ganz große Bedeutung und niemand thematisiert es. Genauso wie das bei der Pflegeversicherung, dass das gleichzeitig ein Schub für die Privatunternehmen in Pflege braucht. Ja, also Privatunternehmen, die da bis zu 10% Rendite erwirtschaften in einem Bereich, der total unterfinanziert ist, ziehen Aktionäre Gewinne aus der Pflege. Das ist einfach unglaublich. Und dass man so lange dann in der Öffentlichkeit immer wieder die schlimmen Zustände thematisiert, ohne ein bisschen mehr mal analytisch zu fragen, wie sind denn da die Strukturen, warum ist das denn so? Da gibt es dann auch immer wieder einzelne gute Dokus, aber das müsste man halt viel breiter und mit einer größeren Wucht irgendwie thematisieren, damit das sich auch politisch mal ändert. Es wird euch auch Einseitigkeit vorgeworfen, da komme ich zum kritischen Punkt in deinem Buch. Einseitigkeit in der Behandlung Russlands. Und da schreibt einer deiner Autoren hier drin, dass ihr endlich auch mal den Putin heftig und Russland, nicht, also ich personalisiere es nicht, sondern Russland heftig kritisieren solltet. Das ist gängig. Ich kenne das Geschichte auch aus dem eigenen Schreiben, dass einem immer gesagt wird, erhöhe doch deine Glaubwürdigkeit dadurch, dass du auch mal was Kritisches zu dem und dem sagst. Wie geht ihr damit um? Das ist so eine Grundfrage an die Satire, also sagen wir, oder ein Grundproblem dieser Art von, sagen wir mal, journalistischen Satire, die wir betreiben. Je mehr man quasi so ein bisschen Journalismus macht, umso mehr wachsen auch die Ansprüche im Grunde. Also wie, und dann ist die Frage, wie weit geht man da? Wird man jetzt so sehr Journalist, dass man im Grunde auch wie ein Journalist beide Seiten hört und sagt, also Seite A sagt das, Seite B sagt das. Also dann irgendwann verliert sich die Form und gleichzeitig kann man natürlich, also verliert sich die humoristische Form. Die natürlich ist Satire per Definition einseitig und übertrieben und zugespitzt. Ja. Selbst wenn wir jetzt quasi eine Variante der Satire praktizieren, die, sagen wir mal, sich dem Journalismus annähert, bleibt sie immer noch Satire. Und das ist eine ewige Auseinandersetzung auch bei uns. Wie sehr wird man zum Journalismus und verliert dadurch auch an Witz und an Satire? Und wie sehr müssen wir, nachdem wir jetzt diesen Weg gegangen sind, doch diese, sagen wir mal, diese Differenziertheit aufrechterhalten? Also jetzt ganz unabhängig vom Thema. Natürlich sind es alles im Grunde, was wir machen, Meinungsstücke. So wie es gibt ja auch im Journalismus, wenn ich einen Magazinbeitrag mache, mache ich ein Stück mit einer Argumentation. Da argumentiere ich in einer Richtung. Da höre ich zwar, bin ich natürlich gehalten, auch andere Seiten zu hören, aber ich versuche irgendwie zu argumentieren. Nichts anderes machen wir da auch, malen das greller auf, versuchen auch trotzdem mit echten Fakten zu machen, aber natürlich entsteht die Meinung oder die Schlagseite immer dadurch, dass man bestimmte Sachen nicht thematisiert und andere thematisiert. Das heißt, müssen wir jetzt, und das ist auch eine Frage, die sich jede Form von Gegenöffentlichkeit auch stellen muss, das heißt, reicht es aus, wenn in der restlichen Öffentlichkeit Putin andauernd kritisiert wird, sagen wir dann, okay, dieses Feld ist abgedeckt, wir kümmern uns jetzt mal um den restlichen Teil. Oder spiegelt man dann eigentlich nur wieder die Einseitigkeit des öffentlichen Diskurses? Das heißt, ist es gut, wenn man da einfach davon ausgeht, wir setzen voraus, alle wissen, es gibt die und die Situation in Russland, darüber reden wir gar nicht, sondern wir reden jetzt nur über die andere Seite. Sagt man, die Ausgewogenheit stellt sich im Gesamtbild her dann? Oder sagt man, wir müssen selber in unserem Stück das auch nochmal herstellen? Und das sind immer so Sachen, wo man hin und her gerissen ist zwischen Journalismus und Satire und also ganz abgesehen davon, bei welchem Thema, sondern weil irgendwie müssen wir gleichzeitig unterhalten sein und Witze machen. Und es geht dann, irgendwann bricht die Form dann zusammen, weil man nicht alles gleichzeitig machen kann, ausgewogen und differenziert und satirisch und übertrieben und unterhaltsam. Also irgendwas leidet immer, die Unterhaltung oder der Journalismus. Bei diesem Thema des Ost-West-Konfliktes kann man auch schlecht Witze machen, das kommt hinzu. Das kommt hinzu und wir haben dann manchmal, gibt es eben schöne Formen. Wir haben dann zum Beispiel versucht, bei dem Syrien-Konflikt einfach so das zu vermeiden, dass wir, das versuchen wir eh zu vermeiden, dass wir so eine, als allwissende Erzähler auf der Bühne stehen und eine Synthese präsentieren, sondern da haben wir einfach eine Form des Gerichtsprozesses genommen und gesagt, so jetzt hier die Seite der Bundesrepublik argumentiert so, die russische Seite argumentiert so und damit wir diese einzelnen Positionen richtig grell mal malen können und die lassen wir dann aufeinander prallen. Das ist oft viel erhellender,
als wenn wir jetzt quasi eine Synthese versuchen und als allwissende, alle 4 Wochen zu einem anderen Thema allwissende Erzähler uns präsentieren. Lieber die einzelnen Positionen in Charakteren, ihre Position oder ihre Argumentation argumentieren lassen. Da gewinnt meistens einer, den wir besser finden, der gewinnt dann natürlich. Aber trotzdem ist es spannender und dialektischer und da geht es hin und her und das macht dann einfach auch mehr Spaß, als wenn wir Monologe halten. Also, es gab in der langen Kette der Sendungen der Anstalt von 2014 bis heute eine Sendung, bei der wir zusammengezuckt sind. Wir, da sage ich jetzt mal die Redaktion der Nachrichtenseiten, das war die Sendung über Migration im vergangenen September 2018. Und da hatten wir dann auch zu was geschrieben und wir hatten auch persönlich uns ausgetauscht mit E-Mails und ein Kernsatz von dir war, ja, jeder Mensch in der Welt soll da leben können, wo er leben will. Habe ich das jetzt richtig zitiert? Ich hoffe einigermaßen korrekt. Wenn nicht, dann korrigiere mich gleich. Dieser Satz wird immer nur so zentral gestellt, aber sag mal, das weiß ich gar nicht, ob das meine Position ist, aber ich kann dazu was sagen. Nee, damals war halt geschildert worden, dass Migration für uns keine problematische Angelegenheit sei. Das war ja vor dem Zuwanderungsgesetz oder parallel dazu, insofern politisch von Bedeutung. Und es war geschildert worden, dass die Migration, das sei bewiesen durch Fakten, Check, keine negativen Einflüsse auf die Löhne bei uns hätte und keinen negativen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Und es wurde noch mit genauen Ziffern benannt, 0,1% auf die Löhne und aber langfristig auch 0%. Und das ist für einen Ökonomen für mich schon so, dass ich dann nur im Bett erschrecke oder auf dem Sessel erschrecke oder auf dem Stuhl erschrecke oder im Stehen, völlig egal, weil solche exakten Zahlen wir normalerweise überhaupt nicht sagen können. Und wenn jemand heute sagt, und das Wachstum ist demnächst 1,5 und es ist leider gesunken auf 1,3, dann schrecke ich auch zusammen und so genauso bin ich da zusammengeschreckt bei dieser Behauptung. Und es waren dann auch Zahlen, die aus dem Jahre 1980 und 1980er und 90er Jahren kamen. Also da gab es gute Gründe, das zu kritisieren, aber das Entscheidende ist noch die Kernannahme. Und da habe ich den Eindruck, dass eigentlich durch die ganzen deutschen Kabarettisten hindurch, ich merke es bei anderen auch, gab es keine Bereitschaft, über die Problematik dieser Migration für Menschen, die das anders sehen und auch anders fühlen und dann auch davon betroffen sind, ernsthaft nachzudenken. Sondern da war das liberale Weltbild, die Menschenfreundlichkeit, das Gute im Menschen, das war so dominant, dass dann ein solcher Satz, jeder, sage ich jetzt meinen Worten, soll da leben, wo er leben möchte, dass das halt die dominante, die vorherrschende Position war. Das habe ich bei vielen Kabarettisten gespürt, dass das deren Meinung war und dass dann solche Leute wie Hannes Hofbauer oder Norbert Hering oder wir große Probleme haben, weil wir dann nicht mehr zu diesem Kreis der Guten gehören. Und jetzt? Was ist die Frage? Die Frage ist, ob das wirklich im Ernst die Meinung ist, dass das eine Sache ist, die man nicht problematisieren muss, sondern die man so gelassen sehen kann, wie das in dieser Sendung rüberkam. Also erstmal sind wir quasi an dieses Thema, so wie an jedes Thema, erstmal so rangegangen. Da war interessanterweise ist ja das Thema Migration, wie ich dann gelernt habe, auch politisch, ethisch, philosophisch total unterbelichtet. Das heißt, ich glaube, ein Großteil der Härte dieser Auseinandersetzung rührt auch daher, dass man im Grunde schwimmt, wie das ethisch, moralisch zu bewerten ist. Weil die politische Philosophie hat sich zwar Fragen gestellt, wie sieht eine legitime Herrschaft aus, aber hat total vernachlässigt, eigentlich die Frage zu klären, wer gehört denn eigentlich zu diesem Grundkollektiv dazu? Und wie wird das entschieden, wer dazugehört? Und das ist hochspannend einfach, und daraus sind viele dieser Nummern dieser September-Sendung entstanden, hochspannend, die Debatten darüber zu lesen, wie lösen wir eigentlich dieses Problem? Weil
gehen wir, oftmals wird ja, wie jetzt auch hier in der Frage, davon gegeneinander ausgespielt. Hier gibt es die Liberalen, die betonen die Rechte des Individuums, überall hinzugehen. Und hier gibt es das Kollektiv, das möchte aber darüber entscheiden, wer zu uns gehören darf und wer nicht. Aber, das wurde dann noch Nationalismus genannt. Also. Ja, aber die interessante Frage ist doch, kann eine demokratische Gesellschaft, wer entscheidet bei einer demokratischen Gesellschaft, wer zu ihr gehören darf und wer nicht? Das heißt, in einem sehr schönen Aufsatz, da kommt die Demokratie an ihre Grenze, weil sie eigentlich nicht demokratisch definiert hat, wer zu uns gehört. Und wenn man aber Demokratie ernst nimmt, und das macht einer, das sind jetzt alles Gedankenspiele, aber einfach nur, um sich dem Problem anzunähern, dann ist eben eine Frage wie Grenze was, was eigentlich nicht einseitig von dem Kollektiv, das innerhalb dieser Zone lebt, entschieden werden kann, sondern im Grunde muss auch eine Grenze demokratisch, wenn eine Grenze demokratisch sein soll, müssten auch die, die vor dieser Grenze stehen, ein Recht haben, mitzusprechen, wie diese Grenzübertritte organisiert werden. Das heißt, man müsste eigentlich ein Grenzregime auch ein Stück weit demokratisieren, weil Demokratie heißt, es gibt eine Legitimation durch Zustimmung all derer, die von Entscheidungen betroffen sind. Das heißt, ich akzeptiere die Polizeigewalt zu bestimmten Dingen, weil die auf einem Verfahrensweg eine politische Legitimation hat, die auf einer Mehrheitsentscheidung oder wie auch immer beruht. Wenn du jetzt diesen Demokratiegedanken ernst nimmst, dass du quasi Entscheidungen akzeptierst, die demokratisch legitimiert sind, wie gehst du dann mit einer Situation der Grenze um, wo ganz viele Leute betroffen sind von der Grenzschließung, die außerhalb dieser Grenze stehen zum Beispiel, die aber keinen Einfluss haben darauf, auf diese, ja gut, aber auf das diese Entscheidung. Das heißt, das ist eine weit hergeholte Überlegung. Das geht erstmal. Das hat auch mit ganz anderen Sachen zu tun. Das ist erstmal die Debatte, der man sich stellen muss, weil ja eben auf der ökonomischen Ebene, um auf das Problem zu kommen, wird ja im Grunde die Weltsozialfrage mit der nationalen sozialen Frage kurzgeschlossen in solchen Migrationsbewegungen. Das heißt, wir haben hier, versuchen wir einen Sozialstaat und sozialen Ausgleich, die einen mehr, die einen weniger, zu organisieren in einem nationalen Rahmen. Gleichzeitig gibt es das Problem der globalen Ungleichheit, die noch viel größer ist. Wenn jetzt irgendwo Krisen ausbrechen und Leute sich auf den Weg machen, weil sie keine Existenz mehr sehen, keine Existenzgrundlage, dann ist plötzlich diese Weltsozialfrage steht innerhalb Deutschlands jetzt auch noch im Raum. Und da kann sich, finde ich, eine linke oder fortschrittliche Position nicht einfach nur darauf zurückziehen, dass man sagt, wir sorgen hier halt innerhalb unseres Landes für Ausgleich und wer da, was außerhalb unseres Landes passiert, da können wir nichts dazu sagen. Man kann doch die Migrationsfrage durchaus auch differenziert betrachten, indem man sagt, man muss die innere soziale Frage im Auge behalten und trotzdem offen sein für Leute, die von außen kommen. Und zwar unter Beachtung auch aller Aspekte, die das Ganze hat. Und wenn man nur so theoretisch argumentiert, dann hat man eben nicht im Blick zum Beispiel, was das für die Herkunftsländer bedeutet. Und man hat nicht im Blick, dass dann Leute kommen, vor allem Leute kommen, die dann demokratisch mitzuwirken hätte außerhalb der Grenze, die sich das leisten können. Mit Ausnahme der wirklichen Flüchtlinge, die vertrieben worden sind und die dann auf diese Weise da sind. Aber wenn du Migrations insgesamt betrachtest und wie das jetzt auch betrachtet worden ist bei dieser deutschen Öffentlichkeit oder bei der Bundesregierung. Wir nehmen die rein, die uns nutzen. Ja, meine Güte, das habt ihr mit befördert mit eurer Sendung. Ja, also haben wir immer mit befördert. Aber ich finde, man muss diese Frage ehrlich diskutieren und die Frage ist eben nicht einfach. Und es gibt natürlich einen, sagen wir mal, Nützlichkeitsrassismus, um mal ein böses Wort zu nehmen. Wir picken uns hier irgendwelche Fachkräfte raus. Das gilt dann als ganz fortschrittlich. Das finde ich auch total zu kurz gesprungen, weil im Grunde, natürlich müsste im Grunde ein Ausgleich gezahlt werden an diese Länder, die da Leute ausbilden, Fachkräfte hervorbringen und dann gehen die in das Land, verlassen die das Land. Das wird ja alles auch diskutiert in diesen Bänden. Da wird im Grunde, also wie organisiert man das Verhältnis von individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung irgendwie? Wenn ihr das gebracht hättet, wäre ich ja schon versöhnt gewesen. Also ich habe an Freunde gedacht, die du auch kennst in Kroatien, die Sorge haben, dass ihre 18, 20, 24-jährigen Söhne weggehen, weil sie dort nichts mehr finden. Und
wir sind glücklich, dass wir so aus gut ausgebildete Leute bei uns kriegen. Wir heißt, die deutschen Unternehmer sind glücklich oder die, wer auch immer. Und nehmen dann deshalb diese Art von Zuwanderung auf. Die sind nicht glücklich, weil sie nämlich gar nicht weg wollen aus ihrer Heimat, sondern das gezwungenermaßen gehen. Und statt den Ausgleich zu zeigen oder statt innerhalb der Europäischen Union dafür zu sorgen, dass die bei sich auch leben können und einen Job kriegen, sagen wir dann Migration und das ist ein Menschenrecht und dergleichen. Nee, es muss natürlich das Recht zu bleiben genauso geben. Also das ist das Recht zu bleiben und das Recht zu gehen. Die Möglichkeit zu bleiben. Die Möglichkeit zu bleiben, die muss es genauso gehen. Ich finde es halt falsch, das gegeneinander auszuspielen, quasi eine vernünftige Strukturpolitik, sowohl innerhalb eines Landes wie global, muss natürlich sein, damit die Leute auch das Recht zu bleiben haben. Weil meistens der Punkt, bis man geht, ist ja, kennt man ja aus eigener Erfahrung, da muss schon sehr viel passieren, dass man seine Heimat hinter sich lässt. Andererseits, wenn eben eine linke oder fortschrittliche Politik so schwach ist, dass sie nicht mehr in der Lage, dass sie es quasi nicht dagegenhalten kann und diese, sagen wir mal, diese Strukturpolitik so schwach ist, dass die Leute wirklich ihre Existenzgrundlage verlieren, dann kann es aber nicht die Aufgabe der Linken sein, den Leuten das dann zu verwehren, zu gehen. Weil wer bestimmt dann? Ich maß mir dann nicht an, als Deutscher dann zu sagen, nö, ihr müsst jetzt aber trotzdem bleiben, auch wenn wir quasi global gerechtigkeitsmäßig nichts für euch tun können. Leider hat es nicht geklappt. Wir hätten gern für sozialen Ausgleich gesorgt. Leider hat es nicht funktioniert. Und jetzt müsst ihr aber trotzdem in dem Elend bleiben. Das geht natürlich auch nicht. Das heißt, die Leute haben eine bestimmte Lebensspanne. Die können ja nicht ewig warten, bis etwas tut. Und dann ist es dann ein Akt, finde ich, der Notwehr oder der Emanzipation zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht mehr vertrösten, weil ich glaube nicht mehr, dass die EU irgendwas tut, sondern ich bewege mich dahin, wo der Wohlstand ist. Und wir dann sind doch, ihr habt ja eure Griechenland-Nummer das ja auch behandelt. Wir sind doch in vielerlei Weise schuldig an dieser Situation. Ja, dann muss ich doch mal erst gucken, dass ich das verändern kann. Natürlich kann ich den Griechen und will ich das denen nicht versperren, hierher zu kommen, wie genauso auch den jungen arbeitslosen Spaniern nicht und den jungen arbeitslosen Kroaten nicht. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Nein, ich sage nur diesen Leuten, wer bestimmt es? Ich bestimme nicht über diese Leute, wie die ihr Leben leben wollen und sage denen, ihr müsst jetzt, weil ich das so gut finde, weiter in Griechenland, wir werden dann irgendwann in 20, 30 Jahren vielleicht das schaffen, vielleicht sind wir dann politisch stärker und können mehr für euch erreichen. Die Leute haben eine bestimmte Lebensspanne und wollen mit der was machen. Und natürlich, jeder vernünftige Mensch muss dafür sorgen, oder ist sicher der Meinung, dass wir mehr sozialen Ausgleich bleiben, dass diese ganze Politik, die diese Ungleichheit verschärft, am Kern bekämpft werden muss. Das heißt aber nicht, dass solange das nicht erfolgreich ist, die Bekämpfung dieser Ursachen, dass wir uns gegen die Symptome abriegeln können. Das ist der einzige Punkt. Also die Sendung hatte ja auch eine politische Folge. Du kannst das in diesem Beitrag, der hier drin ist, von Stefan Hebel ja sehen. Ja, dann wird das auch bezogen auf den Konflikt, den es in Deutschland gab innerhalb der Linken, zwischen Sarah Wagenknecht und Lafontaine auf der einen Seite. Ich könnte dann noch den Hering und den Hofbauer und die Nachdenkseiten und uns dazu rechnen. Wir sind die linken Hardliner, die Migranten aussperren wollen und die anderen sind die Guten. Ja, und darauf hat es ausgezahlt, das möchte ich hier mal sagen. Ja. Das ist genau, das kannst du hier nachlesen in dem Buch. Und das halte ich für eine viel zu undifferenzierte Behandlung dieses Themas. Also ich finde, wir haben das so wie im Rahmen jeder, wie die Satire natürlich nur in begrenztem Maße zur Differenzierung fähig ist. Wir versuchen das immer, aber das sind ja auch Denkübungen, die wir da veranstalten, die wir da antriggern wollen. Und ich finde nur, man sollte diese Themen doch bitte nicht wie so oft gegeneinander ausspielen. Es sagt doch kein Mensch, dass wir jetzt keine Strukturpolitik mehr machen sollen, dass diese Austeritätspolitik fortgesetzt werden soll. Aber gleichzeitig möchte ich eben auch nicht der sein, der quasi hier im Wohlstand sitzt und diesen Leuten das dann verwehrt, wenn die für sich die Abwägung in dieser Not getroffen haben, zu sagen, ich will jetzt aber lieber mein persönliches Glück in einem reichen Land versuchen, statt dass ich weiter in einer Elendssituation bleibe. Das ist auch eine durchaus sinnvolle Position. Aber das muss politisch, deswegen heißt es politisch überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, das ist die Lösung der sozialen Gerechtigkeitsfrage, dass ich auf Ausgleich, sozialen Ausgleich verzichte. Ja, ich habe ja nur darauf hingewiesen, dass eure Sendung mit diesen Thesen, mit diesen angeblichen Belegen eine Bedeutung hatte für die innere Auseinandersetzung hier im Land bei dieser entscheidenden Frage. Und aus meiner Sicht war es eine sehr zu kritisierende Position. Aber was ich zum Beispiel spannend fand, und deswegen fand ich es schade, dass da die Diskussion nicht weiterging, wir waren ja selber gar nicht sicher in unserem, man orientiert sich dann so viel Zeit, wie man halt hat, in diesen zwei, drei Wochen.
Und dann findest du einfach Überblicks, ich sage jetzt nicht das böse Wort wieder Metastudie, aber sagen wir mal Reviews von allen möglichen Forschungen zu diesem Thema. Und man merkt, dass dieser intuitive Zusammenhang, viel Migration führt zu Lohndumping, dass der in meinen Augen nicht belegbar ist, sondern das hängt von der politischen Ausgestaltung von Migration ab. Und es sollte eine linke oder fortschrittliche Parteien sollten darauf gucken, dass die politische Ausgestaltung funktioniert, statt sich darauf zu konzentrieren, wie man an der Grenze die Migration eindämmt, darauf konzentrieren, wie man Lohndumping verhindert, Das wie ist man, völlig, Tarifdumping völlig richtig. verhindert. Darauf müsste eine Linke, weil diese Diskussion gibt es ja schon sehr lange, fand ich ganz spannend. Schon 1911 auf dem Sozialistenkongress hat man sich über diese Fragen unterhalten, national versus international. Und ich glaube, man wird diese Migration nur ganz bedingt steuern können. Und wenn, dann um einen sehr hohen humanitären Preis. Lieber ein Zoll, der auf den Mindestlohn schaut, als eine abgeriegelte Grenze. Also da finde ich, da müsste eine fortschrittliche Politik eher auf diese Regulierungen pochen, statt auf die Grenzregulierung. Weil wenn man sich die Wirklichkeit anschaut, funktionieren die auch gar nicht so. Dann wird es eben Schwarzzuwanderung geben, dann hat man ganz viel Illegale. Das wird nicht funktionieren. Das hört sich so schön vornehm an, Steuerung der Migration. Aber wenn man nicht zwei Ozeane rechts und links hat, funktioniert das einfach Ja, also ich will jetzt nicht beenden unsere nicht. Diskussion, ohne nochmal darauf hinzuweisen oder darauf hinzuweisen, dass das ein Thema war, bei dem ich das anders empfunden habe als du. Und es steht jetzt auch klar geworden, wie verschieden das ist. Das ändert nichts daran, dass das eine tolle Sendung ist, an der du maßgeblich mitarbeitest und dass das auch ein wunderbares Buch ist.